So, da sind wir wieder zurück zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, wir sind immer noch so ein bisschen in Umverteilen der Einheiten. Jetzt sind hier mal ein paar neue rausgekommen. Hier oben sind, glaube ich, ein paar neue. Genau, die nehmen wir mal mit. 24 Mann, 2 produzieren wir noch für die Inselgruppe hier. Da müssen wir mal gucken, ob wir da haben wir jetzt ein paar neue Leute dazu bekommen. Welche Gebiete wir eigentlich mit einnehmen wollen würden, müssen und können. Die beiden kann er eigentlich einnehmen. Muss er diesen Hafen einnehmen oder gehört dazu? Das gehört dann dazu, okay. Das haben wir an sich eingenommen, ist schon mal gut. Ansonsten, die Insel wäre dann noch der Fall. Ja, oben ist dann eigentlich keine mehr. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ob du auf die Insel mitgehst. Eigentlich wäre es auch super, wenn du die ganzen Inseln hier befestigen würdest. 44 Divisionen. Achso, 44. 72 sind es nur. Naja, ups. Der soll ja eigentlich schon. 38. Jetzt nicht. Nehmen wir mal die auch weg. 37. Ach, dann müssen wir die auch wegnehmen. Achso, die würde noch nichts bringen. Hm, also doof. Dann müssen wir die doch wieder wegnehmen. 35 haben wir irgendwo, wo 1 wäre. Achso, hier oben dann sozusagen, ne? Genau, das würde sozusagen so passen. Also wie gesagt, ich will lieber doppelt überall draufstehen. Das ist ja schon mal was. So, dass du noch keinen Feldmarschall hast, das ist ein bisschen nervig. Du kannst eigentlich damit reingehen. Sozusagen. Du bist so ein bisschen die Grenze. So, wir hatten eine Forschung fertig. Ich glaube, irgendein Schiff ist fertig geworden. Dann gucken wir nochmal weiter. Achso, nee, wir wollten ja erstmal auf Technik nochmal forschen. Und zwar auf die Raketenantrieb. Nehmen wir mal mit. So, ansonsten müssen wir jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen warten, bis wir. Nee, hier sind nochmal 24 Leute fertig. Ah, nee, zwei kriegen wir noch, alles gut. So, 24 Leute, damit können wir auch schon mal was machen. Und zwar kriegst du mal jetzt einen neuen General. Nun zum Mädels. Wie der Patton. Na, der ist okay, der ist für die Panzer da, ist klar. Ne? Das ist unser Feldmarschall generell, glaube ich. Du brauchst jetzt eigentlich irgendwie hier, du brauchst irgendeinen Depp, brauchst du nur. Du brauchst auch eine andere Farbe, mein Duder. Ja, du hast noch da ein bisschen dazu. Und du sollst die Gebiet garnisonieren. Ja. Das weiß ich natürlich nicht wirklich, wie weit wir jetzt hier sind. Na gut, wir sind so weit kommen, wie die Einheiten stehen, würde ich mal denken. Ne? Das heißt, wir nehmen das Ding mit. Das Ding gehört auch noch dir. Und so ein bisschen das Hinterland. Ups. Ja, genau. 15 sind wir jetzt. 21, 30. Hinterland kannst du auch mitnehmen. 38, natürlich wieder mal bombastisch gelaufen. Aber wir machen es trotzdem mal so. So, und der braucht natürlich viel mehr Leute. Der ist klar. Der braucht natürlich jetzt nochmal viel mehr Leute. Können wir Konvoi abfangen? Nächste Doktrin ist hier fertig geworden. Und die U-Boote verbessern wir nochmal ein bisschen. Haben wir noch welche? Also wir produzieren ja auch wieder noch welche. Die Frage ist, haben wir noch welche? Ich bin ja auch irgendwie dafür, diese Fallschirmspringer irgendwie einzumotten. Die bringen uns überhaupt nichts mehr. Irgendwie. Ne? Bringen uns. Kann man wieder ein paar mehr Männer. Sind nicht viel gewesen, aber die Fallschirmspringer, weiß ich nicht, waren jetzt nicht so mein Fall. Die stehen da eigentlich ganz gut rum. Wir gucken uns nochmal die Frontarmeen an. Die stehen da rum, die stehen da rum. Und wo stehst du? Ach, du schießt ganz da rechts an der Grenze. Nur für die drei Grenzbezirke, oder was? Hm. Ich frage mich, wie produzieren wir denn gerade eigentlich? Eigentlich die, die rauskommen. Ja, die, die rauskommen, die sind für ihn.
Okay. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja, das passt eigentlich soweit. Okay. Gut. Irgendwann müssen wir natürlich noch unsere normalen, ich sag mal, was sind es, Widerstandskämpfer oder was, ne, Besatzungstruppen. Die müssen wir natürlich auch noch irgendwie mal umändern. Also, dass wir nur 24 Leute haben. Im Moment geht es ja noch. Von den Jungs her. Ist ja nicht aus. Ist hier irgendwas? Ne, ist ein Kerngebiet. Okay, alles gut. Was wir wirklich mal machen müssten eigentlich, wären mal unsere Jäger in Stellung bringen. Die Frage ist, wie sieht es denn da in der Hinsicht aus mit den Flughäfen? Das ist nämlich noch so ein bisschen das Problem. Ihr seht es ja selbst, wir haben noch unglaublich viele Flughäfen im Bau. Die können wir übrigens, ja. Ach. So, da sind wir wieder. Spiel sind wir abgekackt, keine Ahnung warum. Hat irgendwas dann mit dem Baumenü zu tun gehabt oder was? Aber ich glaube, er hatte relativ gut gespeichert. Also wir hatten, glaube ich, alles eingestellt. So, geht um die Jäger von uns. Was haben wir denn eigentlich? Ah, hier unten haben wir zum Beispiel schon mal einen Luftraum fertig. Okay, dann nehmen wir uns mal. So, wie ich das mir gedacht hatte. Also erstmal haben wir irgendwelche Jäger noch, die wir nicht brauchen. Das ist schon mal das Erste, was wir mal irgendwie überprüfen sollten. Oh Gott. Hier, Luftnah und da, wo seid ihr denn? Aha. Kann ich euch komplett zerschrotten? Danke. Cool. Ihr seid meine Transportflugzeuge. Auch da brauchen wir eigentlich nichts mehr. Aber ist okay. Dann die nächsten. Aha, hier haben wir noch welche. Die können wir auch mal zerschrotten. Wie gesagt, die brauchen wir auch nicht mehr. Die schlechten Jäger, wozu willst du die noch haben, wenn du die guten Jäger hast? So, generell haben wir jetzt erstmal niemanden mehr, der irgendwo rumfliegt. Dann haben wir Transportflugzeuge, Marinebomber, die nehmen wir mal mit, weil die scheiße sind. Diese, achso, die können wir eh sowieso nicht mitnehmen. So, euch weg. Dann die nächsten. Hier diese Marinebomber. Weg. Hört auf damit. Dann die Typen. Ich glaube, das funktioniert gar nicht so, wie ich es haben will. Ich will die ganz komplett kaputt haben. Und das ist halt Ausrüstung, die du halt da wegnimmst, ne? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich glaube nicht, dass du die Flugzeuge gleich kaputt machen kannst. Das ist eher sowas wie Infanterieausrüstung. Die kannst du halt reorganisieren. Die wird es in zwei Einheiten packen. Nein, aber ich glaube, du kannst es nicht wirklich kaputt machen, sondern du kannst es einfach nur sagen, dass die halt. Du hättest es theoretisch noch zur Verfügung. Na gut. So, dann nehmen wir mal unten an. Die Idee war, von diesen tollen Bombern, also von den Marinebombern, nehmen wir 500. Und jetzt war die Frage genau, wo können die denn überhaupt angreifen? Und das sieht schon mal überhaupt nicht gut aus. Und dann war das nächste Fluggeschwader. Und zwar, da brauchten wir die, unsere Richtchenjäger. Wo sind denn hier unsere Richtchenjäger? Jeder 3, nur 3400? Ich dachte, wir hatten mal mehr. Da sind jeder 3, 7000 Stück. Das sind halt die besseren sozusagen, die weiterentwickelten. Davon brauchen wir mal ein Tausi. So, Marinebomber sind da. Die Frage ist ja wirklich mit den Lufträumen, wie das dann aussieht. Wir warten mal, bis die uns da sind. Ich weiß jetzt nicht, wie lange da sind sie. Perfekt. Mittlere Austauschpriorität, das reicht an sich ganz gut aus. So, meine lieben Jäger, ihr sollt abfangen. Und zwar in diesem Gebiet hier. Und die Marinebomber machen im Endeffekt in diesem Gebiet, achso, machen Marineangriff in diesem Gebiet genau dasselbe. Genau. Jetzt ist 1000 vielleicht ein bisschen viel, ne? Wenn man mal überlegt. Aber gut, was soll's. So, wo haben wir denn hier? Hier hätten wir einen voll ausgebauten Flugplatz. Und hier oben auch.
Dann will ich erstmal den hier nehmen. Hört auf und hört nochmal auf. Also auch hier 500 Marinebomber. Wir produzieren ja eh ordentlich durch. Und dann bräuchten wir noch... Wir könnten übrigens auch die Jäger nehmen. Das ist dann auch scheißegal. Die sind halt ein bisschen schlechter oder so, ne? Aber das ist dann auch relativ Latte an sich. Die sind halt noch nicht ganz so gut entwickelt, ne? Das sind einfach von der... Da ich halt nochmal ein bisschen was verbessert habe bei den Jägern. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt auch relativ egal. Die sollen sich halt um das Meer hier kümmern. Genau. Die Sache ist, wir könnten uns nicht hier rum kümmern. Dazu müssen wir das einnehmen. Das ist schon mal gut zu wissen. Pilotenarzt befördert, das war klar, weil wir natürlich auch ordentlich trainiert haben in der Hinsicht. Und entwickelt haben. So, auch hier die Bomber, zack. Und neues Geschwader. So nervig, ich würde die am liebsten löschen, aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, man kann das gar nicht. So, immer auf Abfang und auf Luftüberlegenheit, dass wir hier alles haben sozusagen. Fertig. Das sieht an sich ganz gut aus. So, haben wir hier einen großen Flughafen? Den hätten wir. Hätten aber auch den. Müssen wir mal gucken. So, wo sind meine Jäger? Jungs, wo sind sie? Ich hätte mal 1000 Stück. Jetzt müssen natürlich auch bald die, die Luftwaffenerfahrung relativ schnell hochgehen. Weil wir die ganze Zeit Einsätze jetzt hier fliegen. Und seht schon die ganzen Schlachten hier. Zack. Machen wir alles kaputt. Alles kaputt. Für ein Seegefecht gewesen. Ups. Verteilter Kampf. Na klar, also hier muss man natürlich verbessern. Hier nochmal 50% mehr Luftüberlegenheit. Nehmen wir mit. So, was haben wir? Wir haben wieder ein paar Schiffe angekratzt. Allerdings nicht ganz kaputt gemacht. Wenigstens nur angefrackt. Aber wenn wir die dann nochmal finden, sozusagen, dann sieht es für die halt auch relativ kacke aus. So, wie weit waren wir jetzt? Von den Lufträumen her. Müssen wir jetzt hier weitermachen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir hier schon irgendeinen Flughafen ausgebaut haben. Hier hatten wir einen. Wenn ich jetzt hier Marinebomber reinstecke, 500. Das können wir sowieso schon mal machen. Und... nochmal 1000 Jäger reinstecke. Wie weit können wir denn kommen? Ah, wir können von hier aus den östlichen Mittelpazifik aber Luftüberlegenheit machen. Das ist doch mal was. Dann machen wir das von hier aus und machen dann nehmen wir irgendeinen anderen Flughafen, was weiß ich. Ich hoffe, dass wir den hier irgendwie weiterentwickeln. Ich glaube aber schon. Dann können wir den nämlich benutzen. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal 500 Stück. Kann übrigens weiterlaufen, ne? So ist nicht. Ups. So, 500 Stück. Ach, und von hier aus können wir auch den nördlichen Pazifik. Ah, das heißt, hier brauchen wir eigentlich... Warte mal, nee, mach mal das bitte. Dann müssen wir den noch ausbauen, der macht dann die Westküste. Okay, ich verstehe. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch mehr Jäger. Wo sind sie? Ne? So. Weil ich denke, von hier aus könnten wir nämlich den Nordpazifik auch unterstützen. Jetzt gucken wir uns gleich mal an, ob das wohl funktioniert, wie ich das mir vorstelle in meinen kühnsten Träumen. Ne. Da können wir echt nur die Nordwestküste nehmen. Na gut. Dann reicht das soweit. Dann brauchen wir jetzt hier wieder 1000 Jäger. Witzig, dass es nicht kleiner wird, ne? Ich glaube, die werden von unten genommen.
Die anderen Jäger werden quasi genommen. So, dann können wir den Flughafen hier nehmen, um die Westküste hier unten noch zu verbessern. Wir haben 500, zack. Und gleichzeitig brauchen wir noch einen Luftgeschwader. Na, also ich denke mal, dass jetzt von unten hier, irgendwo sind ja noch ein paar andere. Ja, hier 905 Jäger nämlich. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so viel produzieren wollte, damit wir ja wirklich komplett safe sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste, wie gesagt, eigentlich müsste die Lufterfahrung viel schneller hochgehen. Dachte ich eigentlich, weil wir so viel am Tun und Machen sind. Aber du, das sind jeweils unsere Lufträume jetzt hier mittlerweile. Die mexikanische Küste allerdings nicht. Dann wollen wir uns nochmal angucken, warum das nicht der Fall ist. Können wir hier noch was forschen? Nee, da sind wir an sich durch. Landtrainer, wir können ein bisschen Artillerie forschen, einfach nur aus Just for Fun. Die Raketen ein bisschen verbessern. Irgendwann müssen wir in Alaska noch halt, da bauen wir gerade, ach, da bauen wir gerade den Flughafen aus. Das können wir natürlich machen. Also jetzt können wir von hier aus überlegen, ob wir den Nordpazifik, den können wir wahrscheinlich dann von Kanada aus. Ich würde eher sagen, die Beringstraße. Die wäre wahrscheinlich wichtiger. Bei Alaska würde ich einfach mal sagen, weil wir es auch nicht besetzt halten, lassen wir mal soweit. Hier müssen wir uns noch einen Flughafen raussuchen. Also ich glaube persönlich, dass wir jetzt schon produzieren, also dass wir schon die Flughäfen erweitern, nur dass im Moment einfach zu wenig da sind. In der Hinsicht. Wie sieht es ja eigentlich aus der anderen, anderen Perspektive aus? Das haben wir soweit, das ist doch schon mal ganz gut. Hier immer noch 2000 Mal. Können wir hier denn mit unseren Marinebombern, da haben wir ja gerade noch ein paar am Start, können wir mit den Marinebombern denn auf Südgeorgisches Meer hinaus? Das wäre super. Da haben wir unsere Jäger hier nochmal. Was das dann... Hallo. Wozu Pause? Das dann auch funktioniert. So, haben wir hier schon irgendeinen Flughafen ausgebaut? Den hier hätten wir. So, und ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr genug Marinebomber. Jäger haben wir noch, aber ich glaube, Marinebomber ist so langsam Feierabend. Achso, bei Nacht ist dann irgendwie ein bisschen schlechter, oder was? Ein paar haben nicht genug Reichweite. Kannst du mich mal verarschen hier? Was soll das denn? Achso, wenn ich von da aus wahrscheinlich losgehe, ne? Ja, ja. Ansonsten sieht es eigentlich erstmal ganz gut aus. Das wäre natürlich eine Ebene, ne? Die wäre natürlich auch relativ geil. Wenn du die hast, wenn du hier Luftüberlegenheit hast, dann kannst du rüber. Ach, das wäre ja relativ easy. Cool, ne? Rio Grande, das ist dann unser Flughafen. Wenn der fertig ist, Jungs, das ist natürlich klasse. So, Raketentriebwerk weiterentwickelt. Für Abfahrnieder Lenkraketen. Aha. So, so. Dann gehen wir mal auf Düsentriebwerk. Können wir nämlich noch neue Flugzeuge freischalten, da wo es jetzt nicht ganz so wichtig ist. So, haben wir denn noch unsere tollen... Ne, haben wir auch nicht mehr. Aber wir können auf jeden Fall unsere Jäger mal reinmachen. Aber unsere tollen Marinebomber gerade nicht mehr vorrätig. Aber wir können hier schon mal Luftüberlegenheit generieren. Und hier haben wir Jäger von den Philippinen. Die nerven natürlich, weil die insgesamt uns quasi den Platz wegnehmen. Da müssen wir das halt wirklich von hier aus machen. Na, also auch von hier aus nochmal 1000 reinstellen. Ja, jetzt warten wir im Endeffekt darauf, dass die Marinebomber bald fertig werden. Und zwar ein bisschen Luftraum haben wir jetzt schon. Ah, die mexikanische Küste, genau. Das war halt noch ein bisschen das Problem. Da haben wir noch...
Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis hier mal ein Flughafen fertig wird. Ich bin mir nicht mal sicher, ob da welche ausgebaut werden. Wollen wir mal nachgucken. Ah doch, die werden ausgebaut. Ja, wenn wir jetzt dabei sind, wenn wir es jetzt... Ach, warum eigentlich nicht? Die unteren werden ausgebaut. Hier, die beiden werden ausgebaut. Einer davon nimmt war und fertig ist. Heißt aber auch, dass wir zum Beispiel den ausbauen können, damit der dieses Meer hier absichert. Ja, und hier haben wir den Not, um das Meer hinten abzusichern. Eigentlich können wir auch von hier aus das Meer absichern. Dann machen wir es mal so. Okay. Ja, das war halt die nächste Sache, die wir halt mal anfangen wollten. Jetzt seht ihr auch, dass wir nicht mal genügend Flieger haben. Für jedenfalls das Großprojekt, was ich hier quasi vorhab. Im Grunde genommen. Jetzt fragt euch bestimmt 1000 Jäger und 500 Marinebomber. Ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? An sich schon. An sich ist es schon übertrieben. Man kann auch locker die Hälfte oder sowas nur nehmen. Man will natürlich aber auch, umso mehr Flieger du hast, umso mehr Orte hast du natürlich, umso größere Gebiet kannst du abdecken, logischerweise. Aber die nächste Sache ist natürlich auch, was? Volk Helmet ist... Komm, wer ist denn Volk Helmet? Keine Ahnung. Die Sache ist halt die, es stürzen dann immer wieder welche ab. Das heißt, ihr müsst natürlich generell überlegen, dass da immerhin nur da sind auch, ne, wenn der Gegner mal ein bisschen Gegenwehr hat. Und mit Philipp habe ich es halt immer rausgekriegt, dass teilweise, wenn die Gegner, vor allem wenn die Alliierten, ne, Luftüberlegenheit haben wollen, dann schicken sie halt von überall. Ne? Das ist nicht ein Land wie Großbritannien, was dann sagt, oh, da schicken wir mal ein paar Flugzeuge irgendwo in den Luftraum rein. Sondern da geht es eher in die Richtung, dann schicken alle in einen Luftraum die Flugzeuge rein. Da habt ihr auch dann schnell mal 1000, wir hatten glaube ich mal 1300 Jäger oder sowas gegen uns in einem, ja, in einem Luftraum. Und da sitzt natürlich dann da, ne, mit 1300 Jäger gegen dich. Das ist halt so ein bisschen die Sache, die halt verhindert werden sollte. Und wenn du von vornherein halt die Radarstation hochbaust, 1000 Jäger hast, die abfahren und Luftwaffe über, also quasi feststellen oder für dich halt sozusagen generieren und dann auch 500 Marinebomber hast, das heißt jedes Schiff, was da irgendwie kommt, wird relativ schnell erkannt und wird dann auch beschossen, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ne, also Sinn ist nicht, dass du halt Marine einsetzt vor der Küste, weil die wird ja die ganze Zeit drauf, ne, und die kostet halt viel mehr und auch vor allem viel mehr Männer. Ne, Jungs, und die Jungs, tut euch das an. Ja, hier kommt nichts mehr durch. Nichts mehr durch. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt die ganzen Jäger eingesetzt haben, dass wir natürlich auch... Dass wir noch verbessern, okay. Und dass wir aber auch... das können wir bei der Logistik mal sehen. Überhaupt noch Plus machen, ne? Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Im Moment. Bei den Marinebombern. Und auch bei den Jägern. Die machen immer noch Not Plus. Das funktioniert schon. Das funktioniert schon. Hier wieder so ein... Ja, ich weiß ja. So, Zerstörer. Wenn, dann müssen wir noch versuchen, die Zerstörer noch zu verbessern, weil da bauen wir vielleicht auch... Da haben wir A welche und da bauen wir welche. Und dann seht ihr hier nochmal, 20 Marinebomber haben sich hier mal ein paar leichte Kreuzer mal zur Brust genommen. Drüben ähnliches. Ein leichter Kreuzer wurde versenkt. Drei sind übrig geblieben noch. Hihi. Machen wir alle platt hier, die Jungs, ey. Können wir nichts. Können wir nichts. So, wo sind denn eigentlich unsere tollen Jungs? Genau, könnt ihr eine Seeinvasion machen? Von da nach da? Und wenn das der Fall ist? Nicht genügend Seeüberlegenheit in den Regionen, denn da dachte ich mir genau. Das ist halt das Problem, Freunde. Dann kannst du den Befehl abbrechen. Das ist nämlich genau das Problem. Wir haben nicht genug, wir haben keine Schiffe dort. Ist aber eigentlich gar kein Problem. Da müssen wir jetzt einfach mal nur unsere U-Boote nehmen, dort mal einen Kommandeur reinsetzen. Hier so einen übelsten General, nehmen wir einfach mit. Ah, Feuer nach einem Ermessen, niemals reparieren. Nee, reparieren, wenn niedrig ist. Obwohl wir produzieren ja die ganze Zeit durch, dann kannst du also niemals reparieren machen. Genau. Und du sollst suchen und vernichten. In diesem Meer. Los geht's. Ne, und dann können wir nämlich da auch rüber. Jetzt können wir aber hier auch eigentlich... Achso, wir wollen erstmal... No, wir wollen von hier los marschieren im Grunde genommen. Oder beziehungsweise losfahren. Die Aufteilung der Küste hier, aber weil wir auch nur 24... Ach, oh, wir haben hier nur 24 Mann drin, ne? Das ist natürlich ein Riesenproblem. So, kommen wir mal ein paar neue Leute raus. Hier haben wir noch ein paar.
Ab die da. Hier haben wir auch ein paar fertig. Nochmal ab die da. Und jetzt müssten irgendwo, ach hier Miami oder sowas, müssten auch nochmal zwei fertig sein. Die können wir da reinschicken. Perfekt. So, das heißt, wir garnisonieren hier immer mehr Gebiete. Machen uns also auch noch ein bisschen... Das sieht schon, so soll es halt aussehen, ne? Das sieht schon eigentlich ganz gut aus. Und damit es halt wirklich dann nachher sicher wird, müssten wir halt noch... Das können wir halt nebenbei nachher machen. Werden wir halt noch... Wo haben wir es? Küstenbefestigungen bauen. Da können wir, glaube ich, 10 Stück bauen. Kosten auch nicht viel. 500, ne? Das ist ein Witz. Ne? Also, nur mal so. Eine Militärfabrik kostet 7.200 und 10 so eine Küstenbefestigung kosten 5.000. Also, ist schneller fertig. 10 davon sind schneller fertig als eine Militärfabrik. Halb so schnell fertig wie eine Zivilfabrik an sich, ne? Ungefähr, ne? Jetzt nicht die ganzen Boni und so mitgerechnet. Die werden wir auf jeden Fall noch bauen. Und wir können auch überall 5 Flakgeschütze bauen. Was natürlich... Ne, ihr seht selbst, 2 Flakgeschütze sollen so lange wie 10 Küstenbefestigungen. Also die werden wir dann in die ganze Küste noch raufknallen und eine Küstenbefestigung bringt minus 50% Angriff. Das heißt, 10 bringt minus 150% Angriff. Was für mich, also was mich nicht ganz so erschließt, weil ich bin halt so erzogen worden von der Schule her. 100% ist Maximum, 0% ist quasi Minimum, ist nichts. Wie kannst du minus 150% Angriff kriegen? Hauchst du dich dann selber oder, ne? Also irgendwie, das ist zwar ein Malus, was die kriegen, aber die machen jetzt nicht null Schaden oder so. Das funktioniert nicht, ne? Also keine Ahnung, wie die dann irgendwie bewerkstelligen. Machen sie aber schon. Kriegen sie schon hin. Wie sieht es mit unserer Nachschubkarte eigentlich aus? Ist hier irgendwas rot oder so? Nee, das haben wir also in der Hinsicht perfekt unter Kontrolle. Mensch, und wir haben schon 17 Panzer-Divisionen fertig. Ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und oioioioi, also Datenzahl ist nochmal richtig hochgegangen. Ist jetzt auch Maximum. Wir haben jetzt noch 4,5 Millionen Leute, die wir einsetzen können. Plus das, was hier noch rekrutiert wird, ne? So ist nicht. Das waren auch erst die, wirklich auch die ersten 7 Divisionen, die fertig sind. Jetzt wird gleich noch eine rauskommen, weil ein moderner Panzer wieder fertig ist. Also, bei uns liegt es im Grunde genommen wirklich nur daran, dass dieser Patton nicht schnell und fertig wird. 11 pro Tag sind auch jetzt bei der sozusagen vollen Effizienz angekommen. Können wir auch die M16 nochmal hier entwickeln oder M1670 oder irgendwie sowas. Also der beste M16 Rocket nochmal. Kann man mal gucken, ob man die für Verteidigung benutzt. Ich finde es insgesamt ein bisschen schlechter. Also wir haben einen minimal schlechteren Verteidigungswert. Also ich kann es euch nochmal zeigen. Statt der Artillerie. Also wie gesagt, ich würde empfehlen, modernen Panzer bei der Defensive als Endgame, modernen Panzer als Artillerie zu nehmen. Ist für mich der beste. Wenn ihr nicht ganz so viele Ressourcen ausgeben wollt, also Chrom halt einfach nicht habt genug, was auch wahrscheinlich ist, ne, dann lieber den Chrom für den Angriffspanzer nehmen und dann nutzt ihr halt die normale Artillerie. Die haben halt 18 Verteidigung und 34 weicher Angriff. Das sind eigentlich die beiden wichtigsten Faktoren. Der Rest ist eigentlich für den Arsch, ne? Also harter Angriff, da müssten schon Panzer kommen. Klar, geht es darum natürlich, wir haben halt eigentlich nur Küstenverteidigung, ne? Darum geht es eigentlich. Wenn ihr jetzt Landverteidigung habt, jetzt in Europa zum Beispiel, da können auch schon mal ein paar Panzer kommen. Da müsst ihr halt mal gucken, ob ihr da vielleicht nicht ein bisschen auf harten Angriff ein bisschen setzt. Da müsst ihr euch noch so ein bisschen, vielleicht haut ihr da nochmal so, was weiß ich, ein Panzerabwehrgeschütz rein oder sowas. Ich meine, die haben... einen harten Angriff von 30, ja, das reicht vollkommen aus. Die haben übrigens auch eine richtig krasse Durchschlagskraft. Ne, ordentlich. Also die gehen auf jeden Fall durch, ne, so ist nicht. Da könnt ihr natürlich drauf setzen, ich weiß nicht, warum man Luft, also warum man die Dinger bauen sollte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, warum. So, weiß ich nicht. Also, verstehe ich nicht, die an die Front zu schicken, dann baut lieber Jäger, weißt du, und holt euch das dann so. Zack. Effizient für Gleitschutz und für Zerstörer sind es wahrscheinlich so nahen Organisationen. Nehmen wir mit. So, ansonsten geht weiter. Die Artillerie, wie gesagt, 34 weicher Angriff, also den Menschen halt, den Infanterie und 18 Verteidigung. Und die Raketen wären dann 38 weicher Angriff, also 4 mehr, dafür 3 weniger Verteidigung. Ist so ein bisschen die Frage, ja. Keine Ahnung. Mit den ganzen Upgrades kann es sein, dass es ein bisschen besser ist. Ihr braucht halt hier mehr Wolfram, weniger Stahl. Und hier braucht ihr halt weniger Wolfram, dafür mehr Stahl. Für uns, bei unserer Wirtschaft, ihr könnt es auch einfach auf eure Wirtschaft anweisen. Ne? Wir haben zum Beispiel mehr Wolfram. Das heißt, wir könnten uns überlegen, die Raketen einfach zu bauen, weil wir halt sehr viel Probleme mit Stahl haben. Im Moment, ach nee, das ist, war ja sogar hier. Im Moment würden wir halt sozusagen bei der Artillerie dann nochmal, ich sag mal, 15 Fabriken wahrscheinlich wegnehmen. In der Hinsicht.
Und dafür halt dann diese Raketen auffüllen. Allerdings müssen die dann auch wieder erstmal alle gebaut werden. Deswegen werde ich wahrscheinlich davon ablassen. In der Hinsicht. Man kann es machen. Aber du musst halt alle dann ausrüsten damit. Ich glaube, ich würde Arzneri einfach so lassen. Ne, jetzt logistisch gesehen, glaube ich, ich sag mal einfacher. Ne, und ich glaube, der Effekt sozusagen ist halt nicht viel höher. Ne, wenn ihr jetzt sagen wir, sagt, oh, die Raketen sind vielleicht um 3% stärker, ne, aber der Effekt, alle eure Einheiten umzurüsten, mit den Raketen bei 35% Produktionseffektivität wieder anzufangen und. Wenn, dann müsstet ihr schon relativ früh, sagen wir mal, darauf gehen. Ich glaube, nur das würde was bringen. Mensch, am Anfang haben wir bei Pet noch 30.000 Ausrüstung gebraucht, jetzt sind wir bei 25.000, ist ja Wahnsinn. Und beim Half-Track machen wir im Moment Plus. Das ist schon mal super. Also Half-Track ist auch durch. Was ist das modernisierte? Oh, wie heißt die Scheiße? Wie heißt der Mist? Mechanisiert. Mechanisierte Ausrüstung. Sind wir sozusagen schon durch? Da haben wir echt wirklich auch beim letzten Einheit hier unten haben wir schon. Echt krass. Das heißt, modern, bei uns bringen sozusagen die modernen Panzer sozusagen das Problem. Oh, republikanisches Spanien hätten wir immerhin mehr. Was ist denn das Problem? Stahl. Na, dann gehen wir doch wieder mal hier auf 8 und hier gehen wir mal. Warte mal so. Müsste ja theoretisch besser jetzt sein, oder? Na, jetzt haben wir Chrom weniger. Naja, da scheiden sich halt die Geister. Ich glaube, bei Chrom können wir machen, was wir wollen. Da kriegen wir nicht viel. Wir treiben keinen Handel und ich darf auch keinen Handel treiben, weil wir halt mit denen im Krieg sind. Ich könnte mal so zwei Truppen für eine Zivilfabrik abschnacken. Finnland. Wahnsinn. Aber ich bräuchte halt nur noch zwei Truppen. Wisst ihr was? Und weil wir so viele Militärfabriken haben, machen wir das. Nur deswegen. So, dann geht's mal weiter. Hier müssen wir bei der Luftdoktrin mal überlegen, was wir wollen. Ich habe es natürlich vorher schon angeguckt. Effizienz, luftnahe Unterstützung brauchen wir nicht. Und taktische Bomber, strategischer Angriff 10% brauchen wir auch nicht. Deswegen gehen wir hier auf Jäger mehr Mobilität 20%. Das andere wäre dann Marineangriff 20% mehr. Das macht natürlich am meisten Sinn. Wir haben freie Zivilfabriken. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Freie Zivilfabriken. Und die ganzen Atomreaktoren werden dann fertig. Ja, das wäre jetzt sozusagen auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay, dann machen wir jetzt die ganze Küstenverteidigung mit den Luftabwehrstellungen noch und so. Das können wir halt machen. Das nächste ist, was haben wir jetzt für Problem? Jetzt haben wir wieder Stahlproblem, weil wir halt einfach nicht so viel bekommen, wie wir gerne haben wollen würden. Da wir nur Fabriken oder Zivilfabriken haben, versuchen wir es mal trotzdem. Ja, ist halt so. Ne? Was willst du da jetzt ändern dran? Wir können da nichts dran ändern. Generell, wir können am Ende nochmal gucken, wie sieht es jetzt aus. Wir haben jetzt insgesamt 50.000 Mann verloren in den letzten zwei, drei Folgen und der Gegner hat unglaublich viel verloren. Wow, 1,5 Millionen. Da seht ihr mal daran, was es so bringt, die ganzen Schiffe und so platt zu machen. Also ich glaube, das war vorhin deswegen und ich glaube, hier haben wir sicherlich auch noch ein paar Männer platt gemacht. Aber das ist ja Wahnsinn. Ne? Also auf jeden Fall. Das bringt auf jeden Fall eine Menge. Weil die haben sie ja den uns verloren. Den die Philippinen haben sie ja. Die, kann ja nicht sein, dass sie die verloren haben. Aber wenn ihr mal seht, wie viele Leute hier stehen: die Japaner mit 21 Divisionen, Neuseeland 22, 16 Divisionen, hier 11, hier 11. Die Deutschen, Westdeutschland ist das ja. Was ist das für eine Nation hier eigentlich? Wer ist die auch wieder? Hä? Ist auch wieder Deutschland oder was? Keine Ahnung. Ne? Könnten sie jederzeit reinlaufen, juckt die aber irgendwie nicht. Hier stehen auch nochmal 30 Divisionen rum. Ey, die haben ja auf jeden Fall eine ganze Menge. Allerdings sieht man auch, dass manchmal die Organisation nicht ganz hoch ist und auf jeden Fall die Ausrüstung bei vielen fehlt. Und das liegt einfach daran, dass zu viele Einheiten hier rumstehen und wahrscheinlich den Nachschubwege einfach blockiert sind. Das ist aber deren Problem. Damit haben wir ja nichts zu schaffen. Ja, und von der Angriffsarmee sind wir jetzt bei einer von fünf, wo wir 20 Einheiten haben. Das zu dem Thema. Ne? Also, da sind wir noch weit weg. Oh, hier haben wir natürlich auch mal schon wieder ein bisschen was platt gemacht. Das ist natürlich klar. Ja, dass wir jetzt auch ein bisschen was von den Alliierten natürlich im Norden, also in Kanada und so platt machen. Da müssen wir jetzt weiter auf die Jäger noch aufbauen. Wir haben jetzt von den Lufträumen her
haben wir jetzt Verein Südamerika erstmal abgedeckt. Mexikanische Küste müssen wir machen, damit wir auch durch sind. Hier lassen wir es erstmal die Beringsee und Nordpazifik. Das ja, bringt es nicht so viel. Ich glaube, so viel von den Alliierten kommt ja auch gar nicht rüber. Vielleicht von Japan halt. Ne? Aber mehr nicht. Und wir müssen eigentlich jetzt weiter Mittelamerika, dass wir hier auf jeden Fall die ganzen Meere quasi zumachen. Meere und Küsten zumachen. Dass also, wenn da auch was hinkommt, dass wir es auch alles platt machen und halt Verein natürlich dann hier in die Richtung gehen. Also Neufundland, da werden wir sicherlich auch viel abschießen. Ostküste werden wir viel abschießen. Neufundland werden wir viel abschießen. Ich glaube, viel weiter kommen wir gar nicht. Vielleicht noch Mittelatlantik, wenn wir hier noch unsere Basis aufbauen. Die gehört ja jetzt mittlerweile auch. Nee, die gehört nicht uns. Da siehst du, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir unsere Marineeinheiten, ja, die sowieso jetzt hier haben, erstmal hier in die nächsten Inseln einzunehmen. Also hier geht es jetzt darum, erstmal weiter Inseln einzunehmen. Wir stehen in Südamerika und auch in Mittelamerika, an der Ostfront, stehen wir jetzt erstmal ganz gut. Das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Wir brauchen aber allerdings nochmal, ich denke mal, nochmal ein paar Einheiten, die wir noch bauen müssen. Wir können immer von der Front halt noch 4 abziehen und später dann auch von der Sowjetunion nochmal 3 abziehen. Aber noch 7 Einheiten. Ich denke mal, wir werden dann nochmal 3 bauen, dass wir auch auf 10 kommen. Jeweils. Oder insgesamt auf 10 kommen sozusagen. Und hier vielleicht auch nochmal 3. Ah, werden wir mal sehen. Also ich denke mal, wir werden nochmal bei Menschen bauen, da, also Soldaten nochmal ein bisschen Infanteristen bauen. Bevor wir die halt umrüsten. Ihr seht selbst, wir haben noch 4,5 Millionen Leute. Also von daher. Und wir haben ja schon die fünf Angriffsarmeen einberechnet. Und ich glaube, viel mehr hätte ich jetzt auch gar nicht geplant. Ne? 5 Angriffsarmeen mit Panzern. Ich meine, welches Land hier? Australien oder was? Was sollen die denn 5 unserer... Wenn die wirklich jetzt vom Nachschub her voll sind, von der Organisation her voll sind, was sollen diese... was soll Australien da machen, den 5 Angriffsarmeen? Ja? Oder was soll Japan machen? Oder keine Ahnung, hier Britisch-Indien, was sollen die tun? Ne? Selbst wenn ihr in Großbritannien übersetzt, hier, tun wir ein kleines Land, 5 Angriffsarmeen. Da überrollen wir einfach nur. Das ist jedenfalls der Plan. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in den nächsten Folgen mal weiter. 1948 ist es mittlerweile, also der Krieg ist schon längst vorbei eigentlich. Also damals war er schon längst vorbei. Und da wir andere Ambitionen, andere Ziele haben, geht der für uns erst gerade los, ne? Also, bis denn, ne?